So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist schon ewig her, dass es eine Folge Ramses Minus gab. Es war so viel los in letzter Zeit, jetzt kehrt ein bisschen Routine wieder ein. Eine neue Saison hat gestartet, eine neue Season, das heißt, wenn wir hier drauf gehen und gucken mal dabei Kämpfe, seht ihr, wir sind jetzt wieder auf Rang 1. Richtig brutal. Aber ich habe es geschafft, wirklich in jeder Season dann Rang 21 zu werden. Auf den Ace-Rang habe hier auch mehr Siege als Niederlagen. Also bei 205 Kämpfen, 123 Siege, das ist doch ganz okay, oder nicht? So 50-50. Längste Serie 10, Sternstaub verdient 361.000. Also ist nicht der Rede wert. Ihr habt da ganz andere Statistiken. Insgesamt sieht man hier auch 1700 Kämpfe und 900 Siege, längste Serie 14 und 2,3 Millionen Staub verdient. Ich möchte jetzt wieder mal anfangen, eine Folge Ramses Minus, natürlich in der Superliga, weil momentan ist ja die Superliga am Start. Es gibt jetzt aber auch, oh, das habe ich gar nicht gemacht, im Shop gibt es auch ein Ticket. Hier, kämpfen. Oh hier, kostenlose Box, gib mal her, nehme ich auch noch mit. Dieses Ticket ist diese Season neu, diese Season gibt es auch keine Punkte, sondern wirklich nur Ränge. Jetzt drückst du hier mal auf Einlösen. Selbst wenn man nicht... Dieses Item kann nicht mehr gekauft werden. Okay, hier unten habe ich das jetzt im Inventar oder nicht? Ah, das ist wieder total kompliziert, was sie hier machen. Du bist bereit, an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen? Verstehe ich nicht. 1. März bis 2. Juni, also die komplette Season, zählt das jetzt irgendwie zusätzlich zu den Kämpfen, die ihr macht? Kriegt ihr dann nochmal zusätzlichen Staub oder irgendwas? Egal, guckt es euch einfach an. Wir starten einfach mal rein. Ganz neu, ganz frisch. Ich habe noch keinen einzigen Kampf gemacht. Das steht alles noch bei 000. Ich habe jetzt gesehen, aber es gibt den Johto Cup und die Superliga. Wollen wir mal in den Johto Cup gehen? Zum Spaß könnte man ja mal was anderes ausprobieren. Ansonsten in der Superliga hätte ich wohl hier das Team, was ich meistens nehme, nämlich aus den drei Kloppern hier bestehend. Im Johto Cup kann ich zwei von denen nicht nehmen. Was könnte man im Johto Cup nehmen? Na gut, Panzer Aeron ist ja eigentlich trotzdem ganz cool, glaube ich. Mein Azumarill könnte ich noch nehmen. Und als drittes ein Raikou. Yeah, weil Raikou so genial ist. Ein Krypto, oh yeah, weil das so genial ist, weiß ich nicht. Ich blick da nicht durch, ich habe da keine Ahnung, was da jetzt hier passt, was da nicht passt. Also, bevor ich mir hier alles kaputt mache, gehe ich wohl vielleicht einfach nur auf die ganz normale Superliga, fang endlich an. Ihr könntet aber sagen, Ramses, das ist ja 2 Wochen. Bevor es dann in was anderes reingeht, kannst du in der zweiten Folge, wo du nochmal Superliga spielst, den Johto Cup machen? Beziehungsweise, ist der Johto Cup dann überhaupt noch da? Wahrscheinlich nicht, oder? Der Johto Cup wird dann gar nicht mehr da sein, also kann ich den dann gar nicht mehr machen. Das sieht gut aus, guckt euch das an, wie ich den kaputt hau, Alter. Die blöde, das kleine Stallobor. Ich weiß immer nicht, wie man sich hier gibt bei Ramses Minus, ob man da das kleine Stallobor beleidigen kann oder nicht beleidigt. Oh, den hau ich auch in die voll auf die... Guck dir das an. Wir sind so effektiv, dass wir seinen Move einfach mal durchlassen, weil ich so siegessicher jetzt bin, dass er mir einfach gar nichts kann. Oh mein Gott, er bringt mich ja halb um. Ist der denn bekloppt? Da werfe ich schnell Steine drauf, damit er hoffentlich sein zweites Schild wegnimmt. Oder stirbt. Also eins von beiden wird er sicherlich machen. Er nimmt sein Schild weg. Jetzt bräuchte ich auch ein Schild. Oh mein Gott, ich hätte die Attacke nicht durchgehen lassen sollen von ihm. Aber interessant. Der ist nämlich schon Rang 4. Und ich bin Rang 1. Und hau ihm auf die Schnauze hier. Guck dir das an. So, jetzt kommt er zurück mit seinem Stallobor. Das ist auch schön. Ich werde jetzt trotzdem hier meinen... Also Elektro gegen Stahl ist nix, Elektro gegen Boden ist nix. Ich werde jetzt Steine werfen, einfach so, weil ich nämlich gleich tot bin, wenn er noch einen Move macht. Und ich glaube nicht, dass ich mit meinen Quick Moves es schaffe, ihn noch zu töten. Wir sind beide tot. Tja, wen nehmen wir jetzt? Er hat schon sein Unlicht-Pokémon drin, mit Wasser drauf. Das finde ich interessant. Wir nehmen einfach mal den Dicken hier.
Wir sind der Digge. So, was hast du vor? Was tust du da? Wir haben nämlich einen Eisstrahl. Können wir den Eisstrahl einsetzen gegen dich? Ich bin gerade ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ich habe noch nie gegen Quajutsu gekämpft. Gib auf, lass mich in Ruhe, lass mich gewinnen, mach irgendwas. Aber egal, ich habe noch ein Pokémon und er nicht. Hier, das haut rein, das sieht gut aus, er macht auch keinen Schaden. Vielleicht war das nur ein Trick, um mich zu ködern. Falls er jetzt was anderes macht, aber was soll er machen? Wenn er wirklich mit Wasser angreift, kann er ja eigentlich nichts machen. Also, guck mal, nix. Das heißt, eigentlich kann ich mich sicher fühlen, eigentlich könnte er jetzt spätestens... Er hat noch eine Attacke. Und wieder Nachthieb. Na, dann ist ja okay. Zum Glück ist der Kleine so dick und rund. Und durch die Schleife, die er da am Körper trägt, ist er sozusagen unbesiegbar, wenn er jetzt fast gestorben wäre. Dann heißt das, das war der erste Kampf in der Superliga. Und der erste Gewinn. Hey, das wäre jetzt aber richtig peinlich gewesen. Gewinne einen Trainerkampf. Sehr schön. Wo steht das eigentlich? Gibt's das hier vorne zum Abholen oder was? Wenn man das aktiviert hat? Kämpfen? Ja. Oh, muss man da jedes Mal das abholen, um dann weiterzukommen? Wenn ich jetzt schon 5 hintereinander gemacht hätte, hätte ich Pech, weil ich jedes Mal zwischendurch abholen muss oder wie? Da muss man ja jedes Mal raus, muss alles unterbrechen und muss jetzt auf 2 Kämpfe in der Superliga, hoffe ich. Stell dir mal vor, du hättest ein 5er-Set gespielt und hättest 5 hintereinander gewonnen. Gehst raus und kannst aber nur gewinne einen Kampf abholen. Und dann kommt plötzlich gewinne 2 und du denkst, toll, hab ich doch eben schon gemacht. Oder meinen dir, das addiert sich. Das finde ich schon wieder doof, dass das jetzt nicht ganz klar aufgegliedert ist. Hätten sie so eine Tabelle gemacht untereinander, wo so steht, gewinne 1, gewinne 2, gewinne 3, gewinne 4. Und je nachdem, wie weit ihr bisher gekommen seid, könnt ihr alles nacheinander abholen. Bis dahin, wo ihr halt noch nicht wart. Aber wenn das so aussieht, dann sieht das aus wie, du musst auf die nächste Seite, wenn du da was machen willst. Irgendwie steigert sich gerade sein Angriff. Das ist ein Fisch, das heißt, den kann man eigentlich rösten. Jetzt habe ich aus Versehen, am Anfang habe ich ein Schild genommen. Nee, habe ich nicht. Der ist tot. Na gut. Er kommt mit Kampf. Ich habe einen Deo-Schiss dabei. Vielleicht kriegt man hier... Also da darf ich auf jeden Fall nicht unser Registil reinnehmen. Er tut mir weh. Wir tun ihm mal weh zurück. Ich bleibe jetzt mit dem drin. Registil kann ich auf jeden Fall nicht. Registil kriegt... ist leidet viel zu viel Schaden und Registil ist halt... Naja, ist halt, was will man da sagen, der macht keinen Schaden, aber er leidet viel Schaden, also das Deoxys ist unser Mann fürs Grobe, das ist übrigens ein 96er, glaube ich. Ey, die peitschen sich hier gegenseitig aus, der muss jetzt nochmal einen Move machen, ich wehre jetzt ab und werde mit dem Quick Move jetzt einfach runterziehen, das ist mir wurscht, Rückkehr. Kannst du machen. Ich hoffe, du hast nicht noch was anderes vorbereitet. Jetzt holt der Celebi rein. Was ist mit Celebi nicht richtig? Was ist denn mit Celebi los? Hätte ich da jetzt wechseln sollen? Nicht sehr effektiv. Wir gehen jetzt mal hier. Ah, das hätte ich jetzt nicht. Da ist ja hier eine Pflanze. Jetzt habe ich wieder gewechselt. Ich hätte gleich auf Registrier gehen sollen. Warum hole ich Wasser rein gegen eine Pflanze? Weil ich Eisattacken habe. Das sollte wahrscheinlich der Sinn dahinter sein. So, wir müssen irgendwas machen. Mach mal Lichtkanone hier oder so. Mach mal einen Move. Ich meine, wenn er durchgeht, das macht doch trotzdem gut Schaden. Also, lass dir nichts einreden. Registrier, da wackelt der ganze Bild. Schirm. Jetzt holt er seinen Knobbers zurück. Los, Knobbers! Und er ist... Er ist tot, das Registil hat das Mashok umgebracht, das müsst ihr euch mal vorstellen. So, gewinne einen, genau. Wir brauchen aber noch einen und dann können wir wieder abholen. Finde ich cool, finde ich irgendwie komisch trotzdem.
zusätzlich. Es ist zusätzlich komisch, dass ich es cool finde. Also lass mal das so, wie es ist. Ich muss auch während der Folge, jetzt während wir das aufnehmen, muss ich irgendwie mir... Ich glaube, das ist schon der Titel. Genau, das ist der Titel. Diesen Titel werde ich nehmen, einfach für die Sendung. Finde ich komisch, dass ich das cool finde. PvP, GBL, zack, und dann wisst ihr Bescheid. Ramses Minus. Finde ich komisch, dass ich das cool finde. Das ist ein guter Titel. Jetzt muss ich mir den Titel nur merken. Mir vielleicht irgendwo mal hinschreiben. Da hat ein Panzer Aeron. Damit können wir auch im Joto Cup antreten. So. Ansonsten, was können wir denn machen gegen ihn? Nix. Lasse ich das durch? Wahrscheinlich. Kann ich mir irgendwo was aufschreiben? Ich brauche einen Zettel, ich brauche einen Stift, ich brauche alles. Er hat Himmelsfeger. Himmelsfeger ist, ja, okay, kann er... Hat er mich aber schön gekriegt jetzt. Ich denke die ganze Zeit, mach halt hier Elektro gegen Flug, aber der ist ja auch irgendwie Stahl, also irgendwie bringt das nix. Also tun wir kurz diesen. Er hat schon... ein Schild verloren. Es ist keine Schande, wenn ich jetzt auch ein Schild nehme, oder? Ja, das Schild, das wäre viel wichtiger gewesen bei was anderen. Guck doch mal, deiner stirbt jetzt eh und fällt um. Sicher! Ihr habt recht. Wir sind beide umgefallen. Dafür habe ich jetzt ein Schild genutzt. Oh, als ob ich wüsste, was der jetzt reinnimmt. Aber weil der Dicke so lange braucht, nehmen wir natürlich erstmal unseren Kojoden. Und sie haben beide den gleichen. Das ist aber sehr schön. Seiner hat natürlich genau 1500. Knuddler. Ich kann so schlecht Knuddler hier zünden. Aber einfach fabelhaft. Den er nicht abwehrt. Dann wehre ich natürlich auch nicht ab. Seine haut bestimmt viel mehr rein als meine. Knuddler. Und jetzt geht das so theoretisch ewig hin und her. Und alles bleibt dann am letzten hängen. Also einen Knuddler würde ich natürlich noch überleben, er aber auch. Vielleicht dann auf dem Eisstrahl, aber der Eisstrahl ist, glaube ich, sogar später voll als der Knuddler. Es ist nur großartig geworden jetzt. Aha. Nicht auf das Schild. Warum hängt das Schild da oben? Wir dürfen nicht aufs Schild drücken. Lass das Schild, wo es ist. So. Sehen wir doch schon wieder fast gleich aus. Jetzt zeigt er bestimmt gleich, dass er eigentlich eher dran ist als ich. Und es ist Eis. Wunderbar. Also ob das jetzt so schlau war, weiß ich nicht, aber... Eis, da unten, er wehrt ab. Sollen wir auch abwehren? Wir wehren mal auch ab. Aber er hat mehr Energie als wir. Oh. Das heißt, beim letzten geht es um die Wurst. Seht ihr die Wurst? Und er darf natürlich eher, na, er hat mehr Energie, er hat, mein Move war voll, mein Move hat nicht eingesetzt, er darf eher seinen Move machen. Jetzt kommen wir rein mit unserer Bockwurst, die noch knackt, aber, also gut, wir halten den natürlich aus, wenn der jetzt tot ist, komm, sei mal bitte tot, dann haben wir einen Move, einen vollen Move, um auf sein letztes Pokémon, er hat kein Schild mehr, wir müssen Glück haben, was sein letztes Pokémon ist. Hör auf, dich auszuwechseln. Hol das letzte rein und es ist ein... Was ist denn das? Normal? Plus? Rest habe ich nicht erkannt. Naja, egal. Wir nehmen Kampf gegen Normal. Müsste Fokusstoß reinhauen, aber... Jetzt dauert es natürlich wieder. Noch ein Fokusstoß und er ist weg. Was macht der? Was hat Krabbit für Attacken? Feuerschlag. Wieso kann der... Ich hoffe, das dauert, bis er den zweiten einsetzt. Mach einen Fokusstoß noch drauf. Wir haben schon mal, da habe ich mich versprochen, da hieß eine PvP-Folge, der Kokosstoß führt zum Erfolg, weil ich statt Fokus Kokos gesagt habe. Wäre auch wieder Titel. Der Kokosstoß führt zum Erfolg. Aber eigentlich wollte ich den ja anders nennen und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Genau, finde ich komisch, dass ich das cool finde. So hieß der, glaube ich. Das, ich muss mir das irgendwo aufschreiben. So... Einmal hier. Nächster Kampf machen wir nicht. Wir gehen nämlich jetzt raus. Holen das jetzt hier erst ab. Mann, ist das mühselig hier. 4 Kämpfe gewinnen. Okay, geh mal wieder rein.
Also nicht so, sondern hier und dann da. Geh mal wieder rein. Haben wir jetzt drei gewonnen hintereinander. Das sieht gut aus. Wir machen wieder Superliga. Mein Kugelschreiber ist da. Und weil ich keine Ahnung habe, wo ich das hinschreiben soll, habe ich es jetzt einfach auf meine Hand geschrieben, sozusagen. Aber ja, das ist im Prinzip jetzt die ganze Geschichte. Mal gucken, ob es bis... Ich komme so ins Schwitzen bestimmt, bis ich fertig bin hier mit dem Match, ist das wahrscheinlich schon wieder weg. Das ist dann einfach weggeschwitzt oder eingedrungen, neues Tattoo in der Handinnenfläche. Warum auch nicht? Quabbo ist am Start. Darf der einen Donnerblitz fressen? Macht er das? Der wehrt eh ab. Aber dann, wenn er abwehrt, hat er gar kein Schild mehr. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann wäre auf jeden Fall das Schild schon mal weg. Rechnet der damit, dass ich jetzt diesen Move mache? Der denkt bestimmt, ich habe nicht viel Staub und habe nur einen Lademove und nicht zwei Lademoves. Doch, er ist schlau. Dann wechsle ich halt jetzt auch mal. Dann wechsle ich jetzt hier auf die Gurke. Und versuche mit dieser Gurke standhaft gegen seinen Quabbo vorzurücken. Denn wenn ich jetzt Stahl genommen hätte, wäre der ja auch wieder starr gewesen. Also das bringt nichts. Wir müssen also hier und so weiter durcharbeiten. Wir machen mal Knuddler drauf. Auf das Quabbo. Das Quabbo wird jetzt tot geknuddelt. Quabbo, einfach richtig cooles Pokémon. Muss man sagen. Da habe ich noch nie was mitgemacht. Der ist tot. Und er hat... Ja, was mit Unlicht halt... Unlicht und hier ist Fee. Ich habe keine Ahnung, was jetzt besser ist. Ich nehme einfach jetzt Eis. Was soll der Scheiß? Also einfach mal Eis drauf, gucken, was passiert. So, ist ein Stinktier. Das sieht gut aus. Ansonsten macht der mega viel Schaden. Holt jetzt die Gurke wieder rein. Wir können noch Steine werfen, oder? Nimm mal einen Kollegen hier. Komm. Einen Kollegen... Obwohl, vielleicht, wer? Was nehmen wir? Ich kann mich nicht töten lassen. Mein Gott. Aber da ist ja Typ Boden, obwohl der fliegt. Also Elektro wär nix. Kein Elektro, dann doch lieber Steine. Aber ist wahrscheinlich eigentlich egal. So, jetzt überlebt das auch noch. Er macht auch noch einen Move. Er macht noch einen Move. Drachenklaue, dann muss jetzt der Blechkasten alles rütteln, der muss sich an dem jetzt den Move, den Charge-Move voll powern, um dann gegen das Stinktier direkt rein zu cashen, also ich, nein, was weiß ich, hin und her, hier, was machst du, Stinktier ist da, oh, der Fokusstoß ist gleich voll, Unlicht, Kampf, Unlicht, ja, passt bestimmt. Zack, Fokusstoß drauf, Lichtkanone wäre auch fertig. Hau jetzt weg. Hau den weg, das ist der vierte. Der vierte Sieg, au, oh, das wird auf jeden Fall eine mächtige, brutale Sendung. Das passt. Vier Matches in Folge. Ich kann überhaupt nicht lesen, was da steht, weil ich gucke mir die Folge am besten nochmal an, dass ich weiß, was ich aufgeschrieben habe. So, komm her, ich muss nicht auf die Toilette. Nein, ich wackel einfach so rum, weil ich mich so sehr freue. Seht ihr, wie ich mich freue? Gut, ich sehe es nämlich auch. Dafür habe ich eine Kamera, die mich filmt, damit ich immer sehen kann, wie sehr ich mich freue. Das ist das Team, was ich im Prinzip, seitdem es GBL gibt, nehme und damit spiele. Dann hat man Erfolg erstmal im ersten Rang. Im zweiten Rang halt dann nicht mehr, aber ist ja egal. Gegen Ende wird es halt schwieriger. Da muss man sich dann auf die Meisterliga verlassen, um da hochzukommen. 3, 2, 1, 0. Wahrscheinlich ist der Kampf schon mittendrin und ich bin schon halb tot. Man sieht ja nichts, was sie da machen. Sherox, das ist gut. Da kann ich schön drauf boxen. Der hat bestimmt wieder hier Nachthieb oder irgendwas. Nachthieb, ja. Sogar sehr effektiv. Aber egal. Na, eigentlich ist es nicht egal, aber ach, egal. Ich bin doch aber so gut
zu Fuß mit meinem Quick Move. Der haut auch rein. Den nächsten müsste ich jetzt mal abwehren. In der Hoffnung, dass er, bevor er noch einen macht, aber schon tot ist. Und ich wenigstens, dass die Oxys mitnehmen kann, weil ich das irgendwie cool finde. So. Habe auch ein 100er Deoxys bekommen mittlerweile, aber das bringt mir nichts, das habe ich gepusht, das ist also viel zu hoch. Vielleicht hätte ich mir eins mit besseren PvP-IV raussuchen sollen, aber ich habe einfach das, was ich hatte, gelassen und habe nicht nochmal ein anderes gepusht. Hier wird auch wieder abgewehrt, das passt, jetzt geht er raus, jetzt hat er hier Schafax da, Drache, da gehen wir doch jetzt auf Eis, oder nicht? Komm, jetzt ein Eisstrahl und er ist weg. Also wenn wir den durchkriegen irgendwann. Erstmal einmal so. Schafax habe ich auch noch nie gesehen in der GBL. Nassschweif, zum Glück habe ich nicht ge... Das kann nicht sein. Lässt er den durch? Theoretisch kann ich mit dem Azumarill doch jetzt beide Gegner weghauen. Na, jetzt hängt der ganze Bildschirm wieder, sodass es nicht mal auf einfach fabelhaft gegangen ist. Es ist einfach sonst wohin. Der Benjamin schreibt, jetzt muss ich den Benjamin wegrutschen. Nein! Oh. Das Einzige, was überhaupt noch an ist, ist Facebook. Alles andere ist abgestellt. Es geht nichts mehr, aber Facebook geht noch. Komischerweise. So, ist mir egal. Ich schilde jetzt. Ich will mit dem da drauf klatschen. Ich will mit Eis einfach da drauf. Bitteschön. Gib mir jetzt Eis. Beziehungsweise statt Eis, Knuddler würde drauf gehen. Es würde eigentlich beides gehen. Ich habe jetzt auch Angst um meinen Pokémon. Deswegen werde ich doch mal versuchen, wenn ich wechsle. Ich habe eigentlich schon drauf gedrückt, dass es wechselt, aber es hat noch nicht reagiert. Ich dachte, das passt noch. Wenn ich wechsle... Wenn ich mit dem jetzt reinkomme, mit dem bisschen was mache, dass der die Attacken frisst und wenn der keine Attacke mehr hat, obwohl, na, der könnte natürlich so lange, dass er sich 20 auflädt und dann erst kommt. Ich weiß es nicht. Es ist alles unüberlegt gerade, was ich da mache. Aber egal. Der Fokusstoß ist voll. Der führt ja eh zum Erfolg. Da muss er jetzt hier gar nicht irgendwas machen, ne? So. Der Benjamin, der wird jetzt geschmeidig warten, bis ich mich irgendwann melde oder zurückschreibe und... Ich kann auch zurückschreiben und sagen, ey Dude, ich spiele gerade GBL. Aber dann schreibt er bestimmt zurück, oh, freue ich mich schon auf die Folge, will ich nicht länger stören. Und genau diese Nachricht kommt dann wieder reingeflogen. Also lieber nichts sagen, alles ignorieren, alles einfach links liegen lassen. 5-0. Ja, wie ich das gewonnen habe, da hast du hier hingeschrieben. 3 Sonderbonbons, gib mir den Staub da hinten raus. Und eine Pokémon-Begegnung mit... Einem, macht's halt noch komplizierter, ein X-Bud. Wäre das nicht schön, wenn ich ein besseres Handy hätte? Vielleicht sollte ich mir doch das iPhone XR, habe ich jetzt auf meine Amazon-Liste erstmal gesetzt, auf meine Amazon-Wunschliste, aber ich will ja nicht, dass das unbedingt jemand kauft. Ich habe es erstmal einmal da drauf, weil ich das dann wie eine Merkliste habe, dass ich das sehe. Kostet ca. jetzt 300 Euro. Ich bin aber immer so gierig, ich denke, ah, solange die anderen Sachen funktionieren, brauchst du sowas nicht. Aber ich glaube, gerade für so GBL-Videos wäre das vielleicht trotzdem besser, wenn das dann einfach flüssiger abläuft und besser aussieht. Und dann hätte ich auch bei PvP wahrscheinlich mehr Erfolg, weil das Handy eben schneller ist und das besser alles verarbeitet, als wenn es jedes Mal so sehr ruckelt, dass ich manche Move gucke. Beim Bewerten, du drückst aufs Bewerten. Es bleibt erstmal stehen, der Bildschirm bleibt erstmal stehen. Du siehst nichts. Also, X-Bud, weg, raus, fertig, komm her. Weiter geht's, irgendwann, wenn das Handy mal wieder bereit ist. Das ist mein Haupthandy, das muss man sich vorstellen. Das ist mein Haupthandy, mit dem mache ich alles. Und alles ist langsam. Deswegen habe ich ja immer keine Zeit, weil alles so lange dauert, weil das ja mein Haupthandy ist. So kann man sich das ungefähr erklären, wieso das so ist, wie es ist. 24 Minuten an einem Set. Das gibt's doch nicht. Wie lange knörst du denn da rum? Normalerweise mache ich immer so 3 Sets in einer Folge. Normalerweise geht so eine Folge so eine Stunde und so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das im Hintergrund ist, dass das so Nebelzeugs hochfliegt und macht. Also,
was das jetzt darstellen soll, ob das auch ein Grafikfehler ist. Hier, es hängt. Es hängt komplett. Das liegt ja nicht mal am Internet gerade. Oder an, da, der greift, der macht seinen Move 2 Sekunden, nachdem der Kampf begonnen hat. Icy. Wow. Geil. Und es hängt wieder. Und jetzt das erste Mal, dass man theoretisch flüssig sieht, was da gerade überhaupt passiert und was sie da machen. Das ist die Performance. Das ist die Handy-Performance, ich sag's euch. Icy. Nochmal. Jetzt darf ich meinen Move machen. Dabei bin ich doch so gut. Warum ist er eigentlich so stark gegen mich? Mit was greift er denn bitte schön an? Wenn der Eis macht, macht's keinen Schaden. Was hat denn der für einen Quick-Move? Der greift an mit... Und er wechselt aus. Und er hat Roselia drin. Aber er hat noch zwei... Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Der ist zwar effektiv gegen uns, aber wenn wir vielleicht zum Eisstrahl kommen, den er ganz sicher abwehren wird, haben wir umsonst jetzt das Azumarill geopfert. Der denkt bestimmt, oh, der nimmt bestimmt Wasser. Und? Naja, das war klar. Gut. Ja, nochmal, schaffe ich es nicht, jetzt bin ich tot. Also irgendwie ist das Match von vornherein schon total... Es war schon entschieden, bevor es überhaupt angefangen hat. Regis Deal, guck mal, du bist ja auch noch da. Ich habe sogar noch 2 Schilde, was sagst du denn dazu? Dann lassen wir erstmal einen durchgehen, um zu gucken, was der mit dir macht. Ansonsten kann ich eh nichts weitermachen. Machen wir eine Lichtkanone da auf das Vieh. Obwohl, ich bin guter Dinge. Ich habe noch 2 Schilde. Der kann mir eigentlich nichts. Guck mal, wie stark ich bin. Der hat eigentlich auch nur noch 1. Auch mit Stahl, aber auch mit Eis. Ach so, nee, das ist der Blöde. Na, den kann ich jetzt abschilden. Der hat gewechselt, der war gar nicht tot. Dann ist der halt schon mal weg, aber trotzdem, so steigert sich ja schon mal unser Move. Der muss jetzt sterben. Sterb bitte. Und jetzt hab was, wo ich mit Kampf ankommen kann. Boah. Bei dir habe ich gar keine Ahnung. Matschbombe. Der ist doch... Und es hängt wieder. Es hängt wieder und schon hast du nur gut. Du hast nur gut und der Rest ist komplett für die Tonne. Genial. So habe ich... Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt dachte ich, Matschbombe ist Boden. Aber Boden ist es ja nicht. Es ist ja Gift. Dann nimmst du halt jetzt mal hier Stahl und guckst mal, was passiert. Wow, und er hat ihn noch weggefetzt. Einfach so. Ey, das ist so eine Krücke. Ich hasse das. Und wenn du nicht mal siehst, was du wirklich machst. Erst kennst du dich nicht aus. Und dann, wenn du was machen willst, dann klappt das nicht. Und dann macht es irgendwas anderes. Es ist echt die Hölle, einfach nur. Vielleicht habe ich deswegen ja kein PvP mehr gespielt. Nicht nur die Bugs in der Liga und die Unwissenheit des Ramses, sondern auch noch das Handy. Einfach das Handy. Guck dir das Handy an. Es ist wirklich ein Krampf. Es ist ein Krampf und mehr ist es nicht. Ich weiß nicht, was das ist, was da hochfliegt. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Oder findet ihr die Handy-Performance gut? Das ist ja, wenn das so übertragen wird, dass jetzt hier 3 Stunden ein weißer Bildschirm ist und ihr seht auch so lange nichts, das ist ja nichts, das ist ja Blödsinn, oder nicht? Und wer will sich schon Blödsinn angucken? Jetzt wechselt er natürlich und holt Regis Deal rein, das kann doch nicht sein Ernst sein. Aber das ist ja eigentlich gut für mich, oder? Guck dir das mal an, was ich da gemacht habe. Ich bin sehr effektiv. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das erste Pokémon war, was er drin hatte. Aber Elektro wäre gut gewesen gegen das erste. Was war denn das erste? Was hat der gerade gekämpft? Er hat gerade gekämpft mit... Ja, da kann ich ja schon mal versuchen, nochmal meinen Elektro-Move... Was macht der? Aufzuladen. Macht er überhaupt was? Ich habe schon wieder Standbild überall. Gib mir mal auch mit der kleinen Gurke rein.
Vielleicht will der gar nicht kämpfen. Vielleicht wird er gezwungen. Eis? Er wehrt ab. Ich habe immer noch zwei Schutzschilder. Ich kann mein Schutzschild nehmen, ganz gemütlich. Spukball, okay. Wenn er sein letztes Pokémon reinholt, mein Deoxys hat einen vollen Elektro-Move aufgeladen. Der haut ihn doch einfach aus den Socken. Also eigentlich müsste auch das jetzt klappen. Ach, da ist er. Genau, den habe ich gemeint. Nee, ich lasse es mal durch. Egal. Wenn Deoxys reinkommt, dann kann ich ja mit dem Deoxys bestimmt hier noch fett was machen. Deoxys ist halt gerade noch tot. Deoxys kommt jetzt bitte rein und macht jetzt seinen Move. Und die Perlen fliegen alle weg. Das gute Perlenbacher. So. Gegrillt. Und? Hier hauen wir auch noch was drauf, aber Steine. Hoppa, lebt, okay. Mir doch egal, ich schlage einfach weiter wie ein... Ich habe noch ein Schild. Die Oxys macht das im Alleingang. Guck dir das an. Spukball. Die Oxysball. Ah. Oh, Edgar Martins verfolgt dich jetzt. Als ob er wüsste, dass ich das gerade aufnehme. Grüße gehen raus an Edgar Martins. Falls er das irgendwann sieht, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, für was der jetzt abonniert hat oder sonst wie, aber vielleicht guckt er sicher so eine Folge. Wie es einfach nur hängt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist trotzdem, der Server ist schuld, genau. Jetzt gehen wir kurz hier rein. Das Internet ist es. Kabel Deutschland ist schuld. Jetzt haben wir es. So. Kabel Deutschland gibt's nicht. Gut, dann ist es halt, Vodafone ist schuld. Und das Handy ist auch schuld. Und es kommt so viel zusammen, wo du einfach keine Ahnung hast, was das größte Problem von allen ist. So, wieder rein. Wieder drauf. Wir haben noch eine Siegeserie. Wir sind bei 7 Kämpfen. Superliga, drück dich doch durch, bitte. Drück doch einfach. Einmal drücken, bitte. Halbe Stunde aufgenommen. Achter Kampf. Das heißt, wir könnten theoretisch doch... Ich glaube, wir machen wieder 3 Sets. Hier, die ist auch Rang 4. Es hängt wieder, das heißt, der Kampf ist schon mittendrin. Aber ich bin nicht dabei. Und gleich, wenn es anfängt, schwache Verbindung. Bitte, einer fliegt raus. Mantax, gegnerische Attacke. Er macht die Attacke und ich konnte nicht einmal irgendwas drücken. Aber er darf natürlich schon angreifen. Ich verstehe es nicht. Das regt mich so auf. Angriff sinkt. Wieso habe ich jetzt so wenig Energie? Eben hatte ich doch auch noch mehr. So, stirb. Fast. Und es hängt wieder. Oh. Den lasse ich jetzt durch. Ich sitze ja eh am längeren Hebel, habe ich gehört. Eisstrahl. Nö, mir egal. Mach, was du denkst mit deinem blöden Eisstrahle. Ich glaube, das geht sich nicht aus, meine Taktik. Ich muss ein Schild nehmen, aber dafür habe ich ja wenigstens Move voll. Indem ich vielleicht den nächsten da eins drauf brechen kann. Kommt drauf an, was es ist. Es ist was mit Eis und mit Psycho. Ach, was weiß ich. Ich glaube, Steinhagel ist sowieso immer schneller voll. Vielleicht können wir fix 2 Steinhagel machen, bevor wir tot sind. Dann haben wir wenigstens noch was Gutes geleistet. Nein, er war doch voll und ich habe drauf gedrückt. Jetzt ist er einfach weg. Er ist einfach weg und das war's. Eigentlich... Dann war der voll und ich habe den gedrückt. Ja, das war jetzt wieder die Handy-Performance. Mit einem anderen Handy wäre der durchgegangen. Und der war rot. Das heißt, er hätte den schilden müssen, sonst wäre er tot. Das ist alles, was da reinzählt. Machen wir mal den Knuddler. So. Knuddel hier, Knuddel da. Okay, jetzt kann er theoretisch nichts mehr machen. Aber ich irgendwie auch nicht.
dann nehm halt den und lass mich mal rüber auf meinen Kollegen switchen. Vielleicht war das jetzt der Move, der mich in den Ruin treibt. Ich weiß es nicht. Ich möchte einen Fokusstoß bitte machen auf dieses Eis-Pokémon. Und hab doch bei dem Azumarill, glaube ich, auch ein bisschen Energie gesammelt, oder? Das dürfte reichen. Der ist tot. Bisaflor. Mach mal Lichtkanone. So, und? Fatsch. Das sieht gut aus, aber mein Azumarill ist gleich tot. Der sammelt so viel, dass er dem Azumarill... Ah, es ist Pflanze gegen Azumarill. Mach's nicht. Flora Statue, ich lebe noch. Schnell. Hau den Fokusstoß noch raus. Das muss reichen. Fertig. Der Ramses, da geht er über Leichen. So. 8 Siege in Folge. Ramses, du weißt schon, dass du da gegen Computergegner spielst und nicht gegen richtige Menschen, weil du so spät angefangen hast. Am Dienstag hat die erst gewechselt, heute ist Mittwoch. Könnt ihr mir doch nicht sagen, dass da nur unerfahrene Computergegner drin sind, ja? Ach verdammt, warum bin ich jetzt rausgegangen? Ich muss auch drin bleiben und muss noch weiter drauf drücken. So, drücken drauf. Beziehungsweise eigentlich habe ich doch ein iPhone, halt das 7er, was ich für Raids für Zuschauer immer nehme und einlade. Das wäre bestimmt flüssiger wie das Huawei P20. Also vielleicht hätte ich einfach nur mit dem Huawei P20 nicht spielen sollen, denn ihr seht ja, was das ist und ich glaube, das liegt halt wirklich einfach am Handy. Ich komme rein und er macht seinen Move und ich habe schon keine Energie mehr. Das ist schön, dass er die ganze Zeit angreifen kann und ich halt einfach gar nicht. Los, Bisaflor, du bist der Beste. Steinhagel. Los, ich will sterben. Ja, und nu? Ist ja scheiße. Wenn ich jetzt mit dem Azumarill komme, der wehrt ja alles ab. Wenn ich mit dem komme, ist genauso blöd, der wehrt ja alles ab. Das heißt eigentlich egal, was ich mache, es ist beides sinnlos gegen das. Und der erste ist schon tot. Flora-Statue. Und nochmal. Mach doch gleich nochmal am besten. Mach 10-mal dasselbe. Los. Es ist halt ein Krypto, ne? Was willst du denn erwarten? Dass der fair kämpft oder was? Der weiß doch gar nicht, wie man das schreibt. Als ob ich mit Lichtkanone den runterziehen kann. Also er hat sich sterben lassen, ist der verrückt? Das kann er eigentlich nicht mal. Also wir holen mal den Dicken rein. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was er für Attacken kann. Ich habe noch 2 Schilde. Blizzard ist nix, okay. Er wechselt nochmal auf Boldarus. Was hat ein Boldarus jetzt hier wieder für Moves? Das ist Stahl und das ist hier Gestein. Wir haben leider kein... Wir haben leider keine Wassermoves. Außer unseren Quick-Move. Jetzt wäre es schön da mit dem... Jetzt lässt er den durch. Jetzt wäre es schön gewesen, mit dem Fokusstoß drauf zu gehen. Aber haben wir ja nicht. Ich muss jetzt die ganze Zeit hier abwechselnd rumwühlen, bis ich auf das Deoxys wechseln kann, glaube ich. Ja, guck, der freut sich nämlich. Jetzt lass mich wechseln. Und jetzt hau drauf mit dem Fokusstoß. Digga. Bitte. Oh mein Gott, warte mal, der hat glaube ich noch... Der hat noch ein Schild, oder? Oh oh. Das heißt, ich hab's gerade verkackt. Aber ich hab selber noch 2 Schilder.
Zwei Schilde. Zwei Schilde. Und er wechselt natürlich wieder. Ja, der ist zu schlau. Das sieht man schon. Deswegen kann ich wieder nichts machen. Jetzt hat der gleich seinen Move und ich bin gleich tot. Und dann war's das. Und dann ist die Siegeserie auch schon vorbei. Hättest du eigentlich durchgehen lassen können. Hättest du durchgehen lassen können. Wäre kein Problem gewesen, Ramses. Guck doch mal. Ist keine Schande, da zu verlieren. Es arbeitet die ganze Welt gegen dich. Die Lags. Das Handy. Und das Internet. Und die Skills. Vorbei. Aber es gab die Pokémon-Belohnung. Wir haben wenigstens 3 Stück hintereinander gewonnen. Motivation ist weg. Keine Motivation mehr. Am liebsten würde ich es jetzt ausmachen. Nie wieder spielen. Warum kam ich auf die Idee, mit dem Huawei zu spielen? Weil das eigentlich das Normalste ist, dass man mit seinem Haupthandy spielt. Weil damit muss man ja auch alle anderen Sachen machen, wenn man irgendwas macht. Naja, egal. Ein Kampf in diesem Set ist noch übrig. Ey, du drückst da drauf und es dauert wirklich 10 Sekunden, bis das merkt, dass du da reingedrückt hast. Das ist gruselig, wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält, dass das so reagiert. Es gibt diese Season ja nicht 24 Ringe, sondern nur 20 Ringe. Dafür ist das Wrestler Pikachu aber abgestellt, sodass es keinen Wrestler Pikachu gibt als Shiny. Was laber ich da wieder? Das Shiny vom Wrestler Pikachu ist abgestellt und... Ne? Also man kann es diese Saison nicht als Shiny bekommen, aber man kann es bekommen. Und hier ist es genau wieder so dumm. Du kommst rein, es ist schon wieder überall Schaden drauf und es werden schon wieder, findest dich schon wieder mitten in den Moves wieder. Also ja, komm, lass halt durch, mach irgendwas mit Unlicht. Mir jetzt auch egal. Steinhagel, aber wenigstens habe ich einen guten Quick-Move. Guck dir das an, wie ich dich noch fast platt mache. Ich würde am liebsten jetzt nicht schilden, sondern den weiter bearbeiten. Aber ich bin gleich tot. Aber ich schilde trotzdem, weil... Ja, ich halt gleich tot bin. So. Das Deoxys hat gekämpft bis zum Schluss. Hat sich nichts gefallen lassen. Hat den auch weggenommen. Beide haben ein Schild weniger. Jetzt kann ich in Ruhe hier gucken, dass ich das Azumarill reinhole. Der hat ja wenigstens Wasser. Wenn der wechselt, sollte man jetzt hinterher wechseln? Oder sollte man erstmal warten, was der macht? Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Der hat gemerkt, was ich für ein Genie bin, oder? 2 Stunden Schwarzbild. Guck, wie langsam es reinfliegt und sich bewegt. Du musst noch in die Hände klatschen und sagen, du bist der Beste, also deinen Arm heben. Alter. Was für eine Performance. So, habe gewonnen. Das habe ich auch gewonnen. Und hier habe ich noch einen Pokémon gewonnen. Und das ist diesmal ein Traunfugil. Ob das drinne bleibt? Wenn wir hier einfach den Schnellfangtrick machen und zurückgehen. Nee, es ist natürlich nicht drin geblieben, egal. Dann machen wir keinen Schnellfangtrick, dann werfen wir halt so drauf. Netzwerkfehler. Netzwerkfehler? Was ist denn? Es ist doch schon gefangen. Nee. Es ist nicht gefangen. Ich muss es noch fangen. Ich werfe einen Ball. Netzwerkfehler. Ich darf das Pokémon nicht fangen, ja? Jetzt hängt sich's wieder mega auf. Ich
kann ja mal eine Beere werfen. Und dann den. Und dann den Ball hinterher. Und wieder Netzwerkfehler. Keine Ahnung. Das heißt, ich kann theoretisch nicht weitermachen, weil ich die Pokémon-Belohnung nicht abholen kann. Also. Keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Ich könnte es höchstens mal die App schließen, die App nochmal neu aufmachen, gucken, ob es dann geht, wenn ich die App neu starte. Ansonsten habt ihr das schon mal gehabt? Kennt ihr das? Gab's das schon mal bei euch? Spieletrend. Mega Überraschung. Jetzt? Wo? Jetzt das gerade ist Ticket, genau. Und rechts ist das Shiny Lucha Libre Pikachu, aber. Heißt die Mega-Überraschung, dass es das doch als Shiny gibt in der Liga? Oder ist das einfach nur, weil er das hat, muss er das jetzt einblenden und ein auf die falsche Fährte locken und man ist schon gierig und denkt, geil, das muss ich haben. Also an sich fände ich es blöd, wenn das jetzt halt nicht als Shiny verfügbar ist und man das jetzt als Shiny da drauf packt, wenn es um das Ticket geht und die Kämpfe da. Da bin ich voll enttäuscht jetzt, bin ich da. So, nach 3 Jahren sind wir wieder zurück in die App gekommen. Genau, nochmal draufdrücken. Kämpfe. Und sehen, dass wir hier noch ein Pokémon haben, was wir abholen können. Es ist ein Traunfugil. Es hat sogar noch eine Beere. Wir werfen einen Ball. Oh mein Gott, ich glaube, es funktioniert. Mein Gott, warum? Warum funktioniert es jetzt? Das heißt, ich muss noch ein Set spielen. Ich muss noch ein Set spielen. Was? Alter, jetzt habe ich wirklich, das ist so ein... Normal reicht's, wenn du einen Kampf, normal reicht's, wenn du ein Set spielst überhaupt. Selbst wenn du 5 verlierst, glaube ich, steigst du auf. Jetzt habe ich gedacht, ich habe 3 gewonnen. Und bin nur so ein Stück weitergekommen, das hätte mich jetzt echt aus der Bahn geworfen. Aber egal, ein Set spielen wir noch, nochmal 5 Kämpfe, wo man durch muss, um zu gucken, was passiert. So, her damit. Los, Dioxys, los, Toxikack. Du bist Toxikack. Okay, der greift den ich. Irgendeine Folge habe ich gesehen von Mia letztens. Da habe ich auch mit Toxikack gekämpft. Warum auch immer. Ich weiß es nicht mehr, was das sollte. Wer mich da geritten hat. Also was. Was mich da geritten hat. Toxikack. Toxikack wehrt ab. Ja, dann warte halt jetzt, bis ich angreife. Mann, ist das ein... Der macht viel mehr Schaden wie ich. Und dann setzt er auch noch Schilde ein, oder was? Der kann doch auch mal was über sich ergehen lassen. So, und er wehrt wieder ab. Das heißt, wenn ich jetzt... Ich verstehe es nicht. Soll ich jetzt mein letztes Schild sinnlos rausballern? Damit ich wenigstens eine Attacke mal durchbringe auf ihn und dann stehen 2 gegen 2 übrig ohne Schilde und dann kommt es wirklich nur noch drauf an. Ich weiß nicht, ob das eine Taktik ist. Ob das eine bestimmte Taktik ist, die er da hat oder ob das jetzt einfach nur Bullshit war. Es könnte beides sein. Sehr effektiv. Mhm. Da freue ich mich ja, dass ich jetzt gleich tot bin und im Prinzip das sehr effektive nicht mehr nutzen kann. So, Feuer, also auf jeden Fall kein Registil reinholen. So, wir sind sehr effektiv, das ist sehr schön. Er kann auch gerade eigentlich nichts machen, oder? Egal, was der macht. Ich bin dick. Ich halte viel aus. Spukball macht mir nichts. Bin immer noch dick. So. Ich glaube, um auf Nummer sicher zu gehen, hätte ich jetzt vielleicht doch mal... Ja, jetzt ist scheiße. Jetzt habe ich gedrückt, aber er macht seinen Move zuerst. Und wenn ich das überlebe,
Mache ich trotzdem mein... Siehst du, hätte ich doch jetzt nicht mehr gebraucht. Jetzt hätte ich ihn wirklich mit den Quick Moves runterziehen können. Nein, ist ja schon eingeloggt und er macht trotzdem seinen Move noch davor. Das ist so ein blödes Timing. Ich hasse das so sehr. Was das mit mir macht. Da darf ich eigentlich auch nicht hin mit meinem Registil. Wollte ich eigentlich auch nicht. Toxikack kommt wieder rein. Aber gut, wenn er frisch gewechselt hat, dann kann er ja nicht gegen das Registil einwechseln. Und beim Registil kann ich mich auffüllen, oder? Und Registil hält doch ein bisschen was aus. Schnell Registil! Oh mein Gott, der ist viel zu mächtig. Er ist so mächtig. Vielleicht nehmen deswegen alle Toxikack. Schlammbombe. Eigentlich muss ich ja jetzt einen Move einsetzen, sonst liege ich gleich unter der Erde, aber... habe ich nicht. Hätte ich den eingesetzt, okay, dann hätte mich das andere niedergemacht und so bestand noch die Hoffnung, dass vielleicht ich es ganz knapp überlebe und die geballten Moves auf sein... Was auch immer er noch hatte, habe ich jetzt schon wieder... steht schon wieder auf einem anderen Blatt. Joshua ist da. 09. Ja, mal gucken, Joshua. Was wir hier ein Calamanero mit Unlicht und mit Psycho. Habe ich auch noch nicht gehabt als Gegner. Weil ich nie spiele. So, Schmarotzer. Mhm. Das ist aber schön für ihn. Dass er da so abgeht. Wieso ist das eigentlich kein Wasser-Pokémon? Ist das nicht ein Kragen, der im Wasser schwimmt und da rummacht oder so? Müsste doch so gut passen. So, weil du ja so kräftig bist, erlaube ich es mir auch mal, ein Schild einzusetzen. Weil wenn du ein Schild eingesetzt hast, darf ich auch. Ich bin der, der das zweite Schild nimmt. Ansonsten schauen wir mal, ob ich meinen Steinhagel mal durchkrieg. Den hast du ja abgewehrt, das heißt, du hast Angst davor. Vielleicht hast du auch gedacht, ich mache Elektro, ich weiß es nicht. Was du überhaupt denkst, aha, das hat er so gar nicht gedacht. Dann wechseln wir jetzt mal hier aufs Azumarill. Der musste jetzt sein. Wir haben den Aquakalypt-Typ-Dings. Okay, wie das zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall, naja, nix. Macht der Spukball oder was? Ich glaube, einen Spukball halte ich aus. Soll ich jetzt vielleicht nochmal auf Knuddler? Ich habe ja gesehen, dass, wie viel das ungefähr abzieht. Wir könnten aber auch jetzt auf den Eisstrahl gehen. Uns den mal anschauen, was der macht bei dem. Jetzt, wenn du wirklich 3 Jahre keine GBL gezockt hast und dann zurückkommst und denkst, nein, ich hätte Knuddler nehmen sollen, der war doch besser. Lass mich in Ruhe. Bitte, noch ein Knuddler. Schnell. Juhu, vielleicht nimmt er jetzt nämlich sein letztes Schild und dann ist das wenigstens schon mal weg. Das ist genau der Plan, den ich verfolgt habe. Da, sein Schild ist weg. Guck hin. Und jetzt? Wieder Deoxys rein, oder was? Deoxys. Meinst du, du kannst noch was kurz machen, bevor der... Los, Deoxys! Es ist sehr effektiv gegen dich! Ja, Mann! Ja, das Deoxys, das wird jetzt eh, wenn der Calamari-Fritten wieder reinkommen. In der Ecke liegen, aber egal. Vorher muss er trotzdem 2-3 Schläge einstecken und dann komme ich mit dem Registil. Und das Registil mit seinen nutzlosen Quick Moves, nimm den Rest mit. Nein, was ist denn das? Wer war das schon wieder? Jetzt kommen schon wieder. Warum schreiben immer zu die Leute hier an? Ich muss Facebook deaktivieren, dass keiner mehr Facebook irgendwie... was machen kann. Verteidigung sinkt, Angriff sinkt, das ist sehr gut.
Aber ich habe schon wieder vergessen, welches Pokémon noch da ist. Das Aporett. Das. Ja, also das Aquakalyp. Wir sind gleich tot, ich weiß es doch. So. Und jetzt? Gegen Grabbit? Fokusstoß? Er hat es natürlich überlebt und wir werden es nicht mehr schaffen. Wir haben viel zu wenig Energie. Hätte der nur einen Fokusstoß gegen uns durchgebracht, dann hätten wir es vielleicht sogar noch überlebt. So war es leider nichts. So, schöne Jacke hast du an, Kollege. Gut gekämpft, okay. Nächster, Superliga. Bip, bip. Kampf beginnt. Nie wieder Android bei GBL. Kannst du knicken. Ich bin ein Kokowai. Warum habe ich jetzt nicht gewechselt, wenn der wechselt? Weiß ich nicht. Das ist bestimmt der Lenner, der da schreibt. Da geht's bestimmt um Mutterhagen. Erdbeben. Okay. Das hat hier ein Stahltyp. Ich habe auch noch nie gegen Forstelka gekämpft, also keine Ahnung. Nicht sehr effektiv. Mhm. Solange es stirbt und ich noch einen Move einsetze, bin ich trotzdem zufrieden. Wir haben unser Kokowai zurück. Das müssen wir jetzt aber überleben. Da müssen wir jetzt Eisstrahl drauf machen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. So, wir haben ja noch hier. Ist gleich voll. Das sieht gut aus. Er muss abwehren. Er wird gezwungen, abzuwehren. Macht er nicht. Er ist tot. Und er hat nur noch eins und ich habe noch alle drei. Also eigentlich kann er doch gerade jetzt gar nichts mehr machen. Guck, wir sind sehr effektiv. Was ich nicht nachvollziehen kann hier mit seiner komischen Sonne. Achso, ist das Gestein oder was? Stand da oben. Achso, ja, Gestein, okay. Der ist tot. Ich hole natürlich meinen Deoxys wieder rein. Ich nehme trotzdem mein letztes Schild. Der hat doch, glaube ich, Konda als Sofortattacke. Müsste doch Schaden machen. Naja, habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Hebt sich auf durch den Psychotyp. Genau, deswegen macht es keinen Schaden mehr. Hat aber im Endeffekt trotzdem gereicht. Und das Registeel kam gar nicht zum Einsatz. Das heißt, das Registeel ist das nutzloseste Pokémon im ganzen Team. Das könnte ich komplett austauschen gegen was ganz anderes, weil die ganze Zeit die Deoxys und Azumarill die ganze Arbeit machen müssen. Also, junger Bursch, komm, drück, weiter. Hier, drück. Es hängt so. 59 Minuten. Das sind, glaube ich, immer noch drei Kämpfe. Da brennt das Haus im Hintergrund. Deswegen, da steigt das flammende Inferno auf. Das muss das unbedingt sein. Das stellt das bestimmt dar. So, Deoxys und Entei. Ich bin ein Entei. Ich könnte ja jetzt wechseln. Aber mein Steinhagel ist ja auch effektiv. Mein Azumarill ist effektiv. Ich glaube, der hat sich geirrt. Der wollte wahrscheinlich in den Johto Cup. Vielleicht bin ich auch gar nicht effektiv, was weiß ich. Naja, ich bleibe jetzt auf jeden Fall drin, weil die geben sich hier gut. Das gefällt mir. Ich schilde auch. Er hat geschildet, schilde ich auch. Kein Problem.
Hat er überhaupt geschildert? Ja, er hat geschildert, seinen Angriff sinkt, er macht also weniger Schaden. Das heißt, ich halte noch länger durch. Habe jetzt erst recht die Oberhand. Wusch. Jetzt zeigt's an, dass es mega knüppelrot ist. Ich lasse es jetzt auch drauf ankommen, dass ich den mir den Quick Moves weghaue, die Moves mitnehme. Er hat ja eh keine Schilder mehr, oder? Das heißt, egal was jetzt reinkommt, ich kann fett was draufhauen. Und es ist. Ah, wieso? Bin so bescheuert. Wieso bin ich jetzt auf Azumarill gegangen? Wenn er ein Elektro-Pokémon reinholt. Ich war jetzt, Gestein konnte ich nicht machen. Ich konnte gar nichts machen. Jetzt stehe ich hier mit nichts. Kann auch nicht mehr wechseln. Und er haut nochmal drauf. Da hätte ich fast einen Move machen können. Wahrscheinlich wäre ich auf Knuddler gegangen, aber wahrscheinlich war das, was das Problem war. Dann geh mal jetzt halt hier hin, weil du ja wahrscheinlich eh nur Elektro kannst. Vor allem habe ich noch zwei Moves voll und keine Energie und nichts. Donnerschlag macht eigentlich auch nichts. So, Lichtkanone, nicht sehr effektiv, aber müsste ihn trotzdem mit dem Quick Move runterziehen. Oh mein Gott, er ist gleich tot. Also ich bin gleich tot. Ich hab's überlebt. Jetzt ist er tot. Er kommt mit was anderem. Er hat noch ein Quaxo. Und jetzt aber hier, komm, Elektro. Oh mein Gott. Das ist jetzt Wasser, oder? Hoffe ich. So grün wie der ausschaut. Und er macht einen Move. Nein. Da war doch der Steinhagel voll. Das habe ich doch gesehen. Und er macht natürlich einen Move und macht einen Meteorologe. Und dann ist... kannst du es wieder vergessen. Okay. Kein Problem. Zwei Kämpfe stehen ja, glaube ich, noch aus. Ich habe jetzt in der... Ich habe nur einen gewonnen, oder? Ich habe verloren. Das heißt, ich müsste die nächsten zwei gewinnen, damit ich die Pokémon-Belohnung krieg. Aber wenn alles so ist, wie es immer ist, reicht es trotzdem schon, um auf Rang 4 aufzusteigen. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Also 3 Sets, 3 Ränge, Aufstieg. Dioxys Meditalis. Bam, 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 bam. Keine Ahnung, was ich da mache. Wahrscheinlich bleibe ich so drin. Aber ich glaube, das ist der Mark niemals, gegen den ich gerade kämpfe. Der hat doch auch ein Shiny Meditalis vorne drin, oder nicht? Ich weiß leider nicht, wer das ist. Ich habe nicht drauf geachtet. Wir lassen mal durch, Monsieur. Steigerungshieb. Und nochmal das Ganze. Ich lass durch, du lässt durch, Eishieb. Wer ist das? Es wäre jetzt ein Zufall, dass man jemanden hat oder gegen jemanden kämpft, den man kennt. Glaube ich also eigentlich nicht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich meine, er hat seinen Angriff gestärkt, aber man könnte denken, er hat einfach meinen Angriff geschwächt. Wenn man sich das so anguckt. Ach, lass halt durch, dann sei halt tot. Nee, er lebt noch. Okay. Er lebt noch, dann holen wir jetzt das Mäuslenei. Weil gegen Kampf, das bringt nichts, das können wir nicht machen. Steigerungshieb ist Quatsch. Eisstrahl ist auch Quatsch. Eigentlich ist alles Quatsch, was er gerade machen will, oder? Er macht mehrere Quatschs auf einmal. Ich muss jetzt trotzdem mal angreifen. Ich muss jetzt einfach angreifen, damit er einfach weg ist. Der greift sonst mich nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann habe ich wieder keine Energie mehr. Also bitte, geh du fort. Du hast ja noch beide Schilder. Wir haben einen Satzenia. Wir schaffen es bestimmt wieder nicht anzugreifen mit unserem Eisstrahl.
Er hat ja nun gesehen, dass wir einen Eisstrahl haben. Da hat er natürlich wieder jetzt Glück gehabt, dass er da so eine hässliche Pflanze hat. So, wir haben wenigstens mal ein Schild von ihm rausgelockt und jetzt sind wir tot. Wir haben noch zwei Schilder, er hat nur noch ein Schild. Was nehmen wir denn gegen Sazenia? Kampf? Nee. Einmal lasse ich Move erstmal durch. Laubklinge. Soll ich jetzt auf Stahl gehen? Stahl, Kampf, Stahl, Kampf, Stahl, Kampf. Es ist eine Pflanze. Vor allem ist es eine Pflanze und dann ist auch noch Gift mit dabei. Und es wehrt auch noch ab, sodass ich es beim zweiten Mal wieder nicht weiß. Warum bist du so gemein zu mir? Lass mich jetzt in Ruhe. Ich nehme einfach das, was zuerst fertig ist. Das, was ich zuerst geladen hat, das wird eingesetzt. Ich bin am liebsten aber hier Stahl. Ich glaube, Stahl ist sogar auch eher fertig. Aber ich glaube, bis es fertig ist, hat er eh schon wieder angefangen. Labras! Oh mein Gott! Er schenkt mir einen Labras. Weil er wusste, dass ich auf Stahl gehe, aber ich konnte ja noch switchen. Und jetzt muss ich meinen Move und meinen Schild natürlich hier einsetzen. Und bis ich den jetzt mit den mit dem Zielschuss niedergemacht habe, bin ich eh weg. Also es bringt irgendwie alles nichts. Es dauert viel zu lang, es dauert zu lang, es dauert zu lang. Er setzt gleich seinen Server ein. Na, tot. Ich hätte die Attacke mitnehmen müssen, aber konnte ich nicht, weil ich tot bin. Wenn ich die Attacke hier mache, bis ich sie wieder voll habe, bin ich auch tot. Also ich bin eh tot. Es ist egal, was ich mache. Ich bin doppelt tot sozusagen. Also man kann gar nicht mehr tot sein. 30% Akku, jetzt ist er auch noch. Also alles, es geht alles schief, alles schief. Die Superliga macht dich komplett... Wie? Das waren schon 5 Kämpfe. Ich bin jetzt durch. Hey, ich habe Staub gewonnen und Rang 4. Oh, 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 Rang 4. Du bist der beste Rang. Ja, gut, egal. Jo, dann würde ich sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus. Wir haben jetzt Rang 4 erreicht in der GBL. Das ist voll cool. Guck, wenn wir noch ein bisschen was machen, dann kriegt man hier auch die Staubbelohnung. Habt ihr auch schon gespielt in der GBL diese Season? Wie ist eure Statistik momentan? Habt ihr euch so ein Ticket geholt? Guckt ihr da immer auf die Staubbelohnung? Meine Statistik ist jetzt 15 Kämpfe und 10 Siege. Längste Serie 8. 5000 Staub und 210 zerquetschte. Und findet ihr auch, es wäre sinnvoller, sich ein anderes Handy zu kaufen? Ein iPhone. Ein iPhone XR für 300 € in Rot, was total cool aussieht. Habe ich, wie gesagt, auf meine Wunschliste mal so draufgepackt, damit ich das überhaupt wiederfinde. Ich bin total am, ja, nein, vielleicht hin und her, was machst du damit? Ich meine, für GBL, für Max Out Monday Videos, für sowas, ja, wäre das schon chillig, sage ich mal. Ne? Also da könnte man das auf jeden Fall nutzen. Aber dafür, dass man GBL so selten macht, extra 300 € bezahlen, dass das GBL besser aussieht. Aber gerade da ist es halt wichtig, weil man sieht ja sonst nichts. Und ich bin hier nur am Verzweifeln. Ich weiß es nicht. Schreibt mal eure Meinung dazu unten bitte in die Kommentare, was ihr sagt. Oder schreibt mal rein, mit welchem Gerät oder auf welchem Handy ihr GBL zockt und ob das bei euch flüssig ist oder ob ihr auch immer mega Ruckler habt, sonst wie. Was wäre ein gängiges Gerät, was wäre ein was wäre besser als das, was ich jetzt habe, weil da sieht man ja, das ist die totale Krücke. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.